Wie lassen sich in einer Garage mehrere Elektrofahrzeuge gleichzeitig laden, ohne die Anschlussleistung im Gebäude zu überschreiten? Ganz einfach mit einem Lastmanagement. Je mehr E-Fahrzeuge gleichzeitig laden, desto mehr Strom wird benötigt. Das kann den Netzanschluss schnell überlasten und Stromausfälle verursachen. Ein Ausbau des Netzanschlusses dagegen führt zu hohen Kosten und ist an einigen Standorten gar nicht möglich. Deshalb empfiehlt sich ein intelligentes Lastmanagementsystem ab 2 Ladepunkten am gleichen Ort. Dieses verteilt die verfügbare Leistung für den Ladevorgang optimal auf alle Fahrzeuge. Das Lastmanagement kann statisch oder dynamisch erfolgen. Beim statischen Lastmanagement wird vorgängig eine fixe maximale Ladeleistung ermittelt. Diese wird während des gesamten Ladevorgangs gleichmäßig auf alle Ladepunkte verteilt. Nehmen wir das Beispiel einer maximalen Ladeleistung von 33 kW. Mit dieser können gleichzeitig 3 Autos mit einer maximalen Leistung von 11 kW laden. Bei mehr als 3 Autos dauern die Ladevorgänge entsprechend länger. Während einer angenommenen Ladezeit von 14 Stunden kann zu jedem Zeitpunkt mit der maximalen Gesamtladeleistung von 33 kW geladen werden. Beim dynamischen Lastmanagement steht der Ladeinfrastruktur theoretisch gleich viel Leistung zur Verfügung wie dem gesamten Gebäude. Die Gesamtladeleistung wird dem Stromverbrauch im Gebäude angepasst und die verfügbare freie Kapazität auf die angeschlossenen Fahrzeuge verteilt. Abhängig vom Stromverbrauch des Gebäudes steht der Ladeinfrastruktur für die Elektrofahrzeuge mehr oder weniger Strom zur Verfügung. Die Ladekapazität entspricht der Differenz zwischen der maximalen Absicherung am Hausanschluss und dem aktuellen Gesamtverbrauch. In diesem Beispiel wäre dies bis zu 60 kW, also fast das Doppelte im Vergleich zum statischen Lastmanagement. Speziell in der Nacht, wenn im Haushalt kaum Strom verbraucht wird, können E-Fahrzeuge mittels dynamischem Lastmanagement schnell und effizient geladen werden. Für weitere Informationen nehmen Sie jetzt mit uns Kontakt auf. Wir beraten Sie gerne.